Hi, es ist wieder Sonntag. Ich mache heute die Vertretung für Kilian. Ich weiß, man hat mich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das Thema ist Transsexualität in den Medien. Ja, also es gibt ja einige bekannte Transsexuelle, auch viele FTMs, die man auch kennt, namensgehörig und wo auch sich öffentlich geoutet haben. Darunter befinden sich zum Beispiel Bali und Buschbaum, frühere Hochstabspringerin, bekannt als Yvonne Buschbaum, und hat auch zwei Bücher geschrieben, habe ich auch beide da. Blaue Augen bleiben blau und Frauen wollen reden, Männer wollen Sex. Und ich glaube, durch die GQ am meisten bekannt ist Benjamin Meltzer. Ja. Also das sind so zwei, wo ich sage, die sind wirklich in den Medien richtig bekannt geworden durch das Outing, was sie gemacht haben. Und es gibt wahrscheinlich auch noch viel mehr. Also das sind zwei, die wo mich wahnsinnig inspiriert haben. Und deswegen zähle ich jetzt auch die auf. Und dann gibt es noch einiges anderes, weil Medien ist so eine, ich weiß nicht, so eine große Sache, finde ich. Weil Medien können auch zum Beispiel Filme, Serien und so weiter sein für mich. Und deswegen habe ich jetzt noch ein paar rausgeschrieben, wo ich sage, die Filme sind super gut und auch man denkt dann auch viel darüber nach. Auch für die Familie sind da ein paar dabei, die wo einen vielleicht dann doch so ein bisschen besser verstehen. Ja, wer kennt die Serie nicht? Transparent. Viel gelacht, also wirklich sehr gute Serie. Teilweise echt übertrieben, so typisch amerikanischer Humor teilweise. In der, wo er halt der Vater Mord, der hat drei Kinder, war verheiratet, die Kinder sind schon alle erwachsen und sich dann entschließt, ja, war Professor und ja, wird jetzt Maurer. Der Umgang mit der Familie ist sehr lustig teilweise. Am Anfang gerade ist ein bisschen strange, aber teilweise echt herzzerreißend auch und schön gemacht. Also, ja. Ich glaube, der bekannteste Film für Female to Male ist der deutsche Film, gerade für Deutsche, ist der deutsche Film Romeos, in der halt Miri zu Lukas wird. Ich habe mich erst geweigert, dass ich diesen Film angucke, weil ich mir gedacht habe, schon wieder so ein halb schariger Film aus Deutschland, der nichts bewirkt. Aber ich habe mir dann doch angeguckt und er ist gut. Teilweise schon ein bisschen heavy, aber gut. Also, ich würde ihn mir mal anschauen. Ich habe ihn auf DVD und bin auch froh, dass ich ihn mir damals gekauft habe. Ja. Noch ein deutscher Film ist Mein Sohn Helen. Da geht es halt einfach darum, dass der Junge, der Sohn, zu seiner Tante nach Amerika kommt und nach einem Jahr wiederkommt und der Vater ihn abholt. Und auf einmal steht ihm ein junges Mädchen entgegen und nicht mehr sein Sohn. Und ja, erklärt halt dann, dass er im falschen Körper geboren ist und dass er jetzt Helen genannt wird. Ich habe angefangen, musste aber dann unterbrechen, weil ich keine Zeit mehr hatte und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich in den nächsten Tagen mal weitergucke. Genauso wie The Danish Girl, bin ich auch noch leider nicht dazu gekommen. Er soll sehr, sehr gut sein und sehr ergreifend und ja, mal gucken. Ich werde es mir angucken. Zwei Filme, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, sind einmal der Film Tomboy, wo die junge Lori mit ihrer Mutter umzieht und dann die Chance ergreift, sich in ihrer neuen Clique als Michael oder Michael vorzustellen und als Junge zu leben. Ist super süß gemacht und auch, dass die Schauspieler so jung sind und sich mit dieser Sache auseinandersetzen, zeigt doch, wie früh man erkennt, dass man sich nicht in seinem Körper wohlfühlt oder dass etwas mit einem nicht stimmt, wenn man andere ansieht. So, meine Nummer 1 und einer der Filme, die mich
wirklich zum Zittern gebracht haben, die mich zum Weinen gebracht haben. Einer der schlimmsten Filme, die ich glaube, jemals, was dass dieses Thema gemacht wurden, es ist Boys Don't Cry. Boys Don't Cry ist einer der, ich weiß nicht, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich über diesen Film rede, weil einfach heftig. Also er ist super zum Angucken, aber brutal ist auf die schlimmste Art und Weise. Und das Schlimmste ist halt einfach, dass diese Sache halt wirklich passiert ist. Dass halt wirklich das nach wahren Begebenheiten nachgefilmt wurde. Und ja, es geht um Brentina, wo Female to Male ist und sich dann, also frühere Name war Tina Renee Brandon und hat einfach Nachname und Vorname vertauscht. Und halt, der wohl halt einfach von seiner Heimatstadt abhaut und in einer neuen Clique halt als Brandon bekannt wird. Weiter will ich nicht spoilern, weil jeder soll diesen Film selbst sehen, der wohl bereit dafür ist. Aber dieser Film ist nichts für schwache Nerven. Wirklich nicht. Er zeigt halt einfach, wie manche immer noch bösartig auf dieses Thema reagieren und einfach, dass es wirklich so passiert ist, wie es in dem Film wiedergegeben wird und wie viel Drama da auch folgen kann. Und ach, ich krieg Gänsehaut, hey. Ja, aber meine Heroes sind Balian Buschbaum und Benjamin Meltzer. Es gibt sehr, sehr viele. Ich glaube, Amerika hat noch viel, viel mehr, die wo bekannt sind, die viel bekannter sind als unsere Deutschen und sich auch wirklich zur Szene setzen. Ich habe vorhin mal gegoogelt und es gibt zig Schauspieler, die wo früher männlich waren, heute weiblich, früher weiblich waren, heute männlich. Am besten, man schaut mal auf Wikipedia oder sucht sich da mal selber ein paar raus. Es gibt auch zigtausend Filme von früher noch, von 1900, Schlag mich tot, bis heute, diese Thematik ja, nehmen. Und ich finde also, wenn man da noch mehr wissen möchte, sollte man einfach mal Google fragen. Sehr am einfachsten, weil das sind so meine persönlichen Highlights eigentlich. Egal ob Filme oder Leute aus dem richtigen Leben. Ja, das war es eigentlich soweit von mir. Ich hoffe, da kann man so ein paar Themen sehen oder auch jetzt mal Filme gucken. Und ja, dann bis dann.